Hallo liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der digitalen Themenwoche zum Tag der Rückengesundheit. Mein Name ist Ulrich Kuhnt und ich bin im Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Rückenschulen. In diesem Jahr heißt das Motto zum Tag der Rückengesundheit: Kein Bock auf Rücken? Fragezeichen. Und deswegen dreht sich alles um die Vermeidung, um die Linderung von Rückenschmerzen. Im Motto steht gleichzeitig unsere Empfehlung, unsere Lösung. Und die lautet: Entdecke Rückenschule 2.0. Wissenschaftlich belegt, dass dieses Präventionsprogramm Rückenschule belegt ist. Die Studien liegen vor. Und Rückenschule besteht aus einem Blumenstrauß an einzelnen Inhalten, Maßnahmen. Weil das so viele sind, passt das natürlich nicht in einen Tag, in den Tag der Rückengesundheit am 16. März. Deswegen haben wir eine ganze Woche. Heute haben wir schon den vierten Tag. Oh, ich bin schon ganz enttäuscht, dass wir bald zu Ende sind. Aber heute haben wir den vierten Tag. Und an diesem vierten Tag geht es natürlich wieder auch um Bewegung. Und wir haben einen Beitrag von Gabi Fastner. Und Gabi Fastner, die kennen wir alle in der Bewegung im Rückenschulbereich. Sie hat nämlich Togo Brasil entwickelt, hier diese grünen Kakteen, mit denen wir gerne arbeiten. Heute geht es nicht um Togo Brasil, heute geht es um Bewegung. Und die Bewegung können Sie im Wohnzimmer überall ohne Geräte ausführen. Einfach fantastisch. Sie werden begeistert sein von der Ästhetik und trotzdem hohen Funktionalität. Lassen Sie sich begeistern, machen Sie mit. Jetzt gute 40 Minuten mit Gabi Fastner und ich wünsche Ihnen viel Spaß und ich sage: Film ab! Herzlich willkommen zum Workshop Stabilität bringt Mobilität. Ich freue mich, dass du dabei bist und hoffentlich nicht nur zusiehst, sondern auch tatsächlich mitmachst, denn wir wollen heute die wichtigen Muskeln trainieren, die für unseren Rücken, für die Rückengesundheit sehr wichtig sind. Das sind vor allem unsere Stabilisatoren, die wir im Alltag eher etwas vernachlässigen, denn wann bringen wir uns schon aus der Balance, wann bringen wir uns zum Wackeln? Und dann verlernen diese tiefer liegenden Muskeln eben dieses schnelle Reagieren. Die spannen an, bevor wir eine Bewegung machen. Das sind die Tiefen, wie zum Beispiel der tiefe quere Bauchmuskel, der Beckenboden, Anteile des Zwerchfells, Anteile der Schrägenbauchmuskulatur, aber eben auch die kleinen Muskeln rund um die Wirbelsäule, unsere sogenannten Multifidii, die Wirbelsäule stützen, aufrecht halten, aber auch unsere Wirbelgelenke schützen und ganz wichtig eben unser Rückenmark schützen, das innerhalb unserer Wirbelkörper durchläuft, also die Verlängerung unseres Gehirns. Und unser Körper versucht immer, unser Gehirn als erstes zu schützen. Das ist mal Priorität und bevor wir uns irgendwie bewegen, versucht unser Körper ganz unwillkürlich zuerst unser Gehirn in Sicherheit zu bringen. Und wenn jetzt diese Muskeln rund um die Wirbelsäule zu wenig stabil sind, also zu wenig kräftig, zu spät aktiv werden, dann wird unser Körper sagen: Mach kleine Bewegungen, damit du ja nicht stolperst. Mach keine ausladenden Bewegungen, dass nichts passiert. Also halte dich zurück mit Beweglichkeit, damit du dein Gehirn schützen kannst. Also wenn wir die Stabilität fördern und unsere Muskeln kräftigen eben, diese schützenden, rund um unser Rückenmark sozusagen, dann werden wir auch mobiler. Und das ist tatsächlich so. Und ich möchte jetzt mit euch einen Test machen. Und zwar stellst du dich hüftbreit schmal auf, sodass ein Fuß zwischen deinen Füßen Platz hat. Und jetzt streck ruhig mal deine Knie, roll dich langsam bitte nach unten ab und schau mal, wie weit du mit deinen Händen hier auf den Boden kommst. Wie groß ist hier die Beweglichkeit? Dann kommst du langsam wieder nach oben. Hast du dir gemerkt? Gut. Denn jetzt machen wir eine kurze Übung, um die Stabilität zu fördern. Jetzt hebst du ein Bein an. Nimm mal erst rechts. Dann linke Hand nach vorne, zeichne eine liegende 8. Und mit deinen Augen verfolgst du diese 8. Und atmest bitte weiter. Ja.
Wenn du wackelst, dann ist das genau richtig. Dann werden diese tiefen Muskeln aktiv. Wackeln heißt, sie werden gefordert. Wenn wir wackeln, haben wir minimale Bewegungen in den Gelenksystemen und dann spannen die an. Stopp mal. Andere Seite natürlich auch. Anheben. Daumen verfolgen. Versuch, deinen Kopf stabil zu halten. Es darf wackeln. Wir reizen gerade unsere Sinne, unseren Augen sind ein wichtiges Gleichgewichtsorgan. Wenn wir die irritieren, dann arbeiten alle anderen Rezeptoren umso mehr, also unsere Gelenksmelder, Stellungsmelder. Atmen ist auch noch wichtig. Und natürlich sind wir auf instabilem Untergrund, da wir auf einem Bein stehen. Stopp mal, stell dich wieder auf beide Füße. Jetzt müssten die Muskeln wirklich aktiv geworden sein. Jetzt mach den Test noch einmal. Langsam abrollen, hüftschmal. Und schau mal, ob du jetzt beweglicher geworden bist. Nochmal die Knie beugen, vorsichtig wieder nach oben rollen. Und beweglicher? Faszinierend, oder? Also man merkt sofort, wenn der Körper sich sicherer ist, dass sein Rückenmark geschützt ist, das Gehirn geschützt ist, dann nimmt auch gleich unsere Mobilität zu. Das war jetzt nur ein Test, damit wir jetzt wirklich uns bewegen können und wir beginnen in der aufrechten Haltung. Das heißt, die Füße stehen hüftschmal, wieder ein Fuß dazwischen. Jetzt gehst du auf die Außenkante deiner Füße. Da sollten wir nämlich unter anderem drauf stehen und dann drückst du deine Großzehenballen Richtung Boden. Die Zehen sind jetzt locker und du stehst auf den Großzehenballen, auf der Außenkante und auf der Ferse. Das sind die drei Punkte, auf denen wir gut stabil aufrecht stehen. Die Knie sind etwas durchlässig, das ist wichtig, denn dann stehen wir muskulär. Jetzt denk an dein Brustbein, das du nach diagonal oben schiebst und deine Schultern, die sind völlig entspannt und locker. Lass mal deine Handflächen zu mir nach vorne schauen. Ganz leicht deine Schulterblätter hinten sich küssen lassen. So bleibst du, ohne jetzt besonders angestrengt zu sein. Und jetzt lass du deine Handflächen wieder zum Körper zurückdrehen. Die Schultern bleiben. Und optimal wäre jetzt, wenn dein Blick in den Horizont gehen würde, also ganz leicht nach vorne abfallend. Dann hast du den Kopf jetzt in der richtigen Position und merkst bestimmt auch schon, wie dein Rücken sich entspannter anfühlt, dein Nacken sich entspannter anfühlt, oder? Also Haltung hat ganz viel auch mit gesundem Rücken zu tun und natürlich mit entspanntem Nacken zu tun und auch mit guter Laune, denn wenn wir aufrecht gehen, verbessert sich auch gleich unsere Laune. Es ist wirklich so. Probier das ruhig mal aus. So, jetzt stehst du stabil. Jetzt bring dich einen Moment lang aus deiner Mitte, indem du vor- und zurück pendelst, auf deinen Vorderfuß, auf deine Ferse. Spür, wie deine Körpermitte arbeiten muss, dagegen steuert. Wenn du rückkommst, spann deine Vorderseite an. Wenn du nach vorne kommst, spann deine Rückseite an. Bring dich aus der Mitte. Es darf wackeln. Pendel dich zur Mitte ein und pendle jetzt nach rechts und links. Spür deine Seite, seitliche Strukturen. Auch immer noch wieder atmen, dich rausbringen aus der Mitte. Du merkst schon, sobald du dich rausbringst aus der Mitte, wirst du stabiler in deiner Mitte. Pendel dich dann wieder zur Mitte ein und lass jetzt deine Arme einmal pendeln. Reize von außen wie so ganz kleine Pendelbewegungen bringen dich auch nochmal aus der Mitte. Mach weiter und versuche währenddessen deine Fersen anzuheben. Sehr schön. Wow. Rausbringen, wackeln und noch einmal wieder tief kommen auf die Fersen.
entspannen. Kurz spüren, dass du jetzt gut stabil stehst und dann lässt du deine Schultern nach hinten kreisen. Ganz locker. Einmal rechts, einmal links zurück. Lass die Arme wirklich hängen. Und dann löst du auf, nimmst deinen rechten Arm nach oben, zieh dich lang zur Seite nach links und lass dich hier nach unten pendeln. Nochmal hochziehen zur Seite und nochmal lösen. Nochmal hochziehen, Seite aufdehnen. Einmal an die andere Seite nach oben ziehen, ganz lang, Knie gebeugt und locker. Einmal, jetzt bleibst du dann oben, nimmst beide Arme nach oben, Daumen zurück, öffne dein Brustbein und atme aus, nimm die kleinen Finger in Richtung Decke und werde rund. Einatmen, Brustbein aufmachen und ausatmen, so richtig rund werden. Nochmal einatmen, öffnen, ausatmen, rund. Dein Tempo, die Sonne begrüßen. Mach nur weiter. Nochmal. Und ein letztes Mal noch. Rund werden. Wenn du noch einmal nach oben kommst, dann bleibst du hier. Öffnest deine Arme und lässt sie jetzt ganz locker nach rechts und links schwingen, in die Rotation kommen. Du darfst auch deine Beine etwas weiter öffnen und lass dich ganz locker pendeln. Schieb die Knie Richtung Fußspitzen, Oberkörper geht locker von rechts nach links. Richtig schwer fallen lassen, deine Arme pendeln. Rotation ist eine ganz wichtige Bewegung im Rumpf. In der Brustwirbelsäule, wenn wir da zu fest sind, entstehen oft Schmerzen im unteren Rücken oder im Nacken. Also diese Beweglichkeit ist wirklich, wirklich wichtig. Jetzt werde kleiner, roll immer noch die Füße jetzt ab, von der Fußspitze auf die Ferse, nimm deine Schultern nach hinten, locker, ganz leise abrollen, Schultern zurücknehmen. Ruhig etwas größer werden, deine Ellbogen zurück. Und vielleicht noch mal größer werden, deine langen Arme zurückziehen, Handflächen nach außen. Richtig groß in der Bewegung, ganz weit. Und wieder kleiner werden, die Ellbogen ganz leise abrollen. Von der Fußspitze auf die Ferse. Die Schultern. Und jetzt versuch beide Arme zu schwingen und verlagere dein Körpergewicht von rechts nach links. Schwing ganz locker und dreh dich ein Stück weiter. Nach rechts, nach links. Lass die Arme unten durchfallen. Dreh dich mit.
Wirklich locker. Dein Tempo. Hin und her. Dann mal nur den rechten Arm hin und her schwingen. Stell dir vor, du hast ein Gewicht an der Hand hängen, das sich hier zieht. Und beim nächsten Mal holst du dein linkes Bein mit nach oben. Zieh dich lang und hoch. Und letztes Mal halte oben, stopp. Versuch die Balance zu finden. Es darf wackeln, erinnere dich daran. Wenn wir wackeln, trainieren wir. Und jetzt nimmst du die rechte Hand zum linken Knie. Du kannst auch unten aufgetippt bleiben und dann kurz hochheben. Drück und löse wieder. Also gib kurz Druck. Gerade Rücken. Spür die tiefe Bauchmuskulatur und löse wieder. Nochmal. Gib Druck und löse. Und löse. Dein Tempo. Noch zweimal, kurz Druck aufbauen, wieder lösen, noch einmal, wieder lösen und wechseln. Andere Seite, sehr schön. Erst wieder ganz locker schwingen. Denk dir das schwere Gewicht in der Hand. Und dann nimmst du dein rechtes Bein mit nach oben und schwingst. Noch zweimal. Halte oben. Stopp. Wow. Knie Richtung Fußspitze nach außen. Und gib Druck, atme aus und löse wieder, gerne tippen oder wirklich in der Schwebe. Nochmal ausatmen, Druck, ein. Sehr gut. Nochmal, noch ein letztes Mal, Spannung, Länge, halten und auf beide Füße nach unten kommen. Stütz dich auf mit deinen Händen auf die Oberschenkel und jetzt beweg dich in allen möglichen Richtungen hier. Deinen ganzen Rücken durchbewegen, wirklich mal kreisen, mal hoch, tief, mal rechts, links. Der Rücken freut sich immer, wenn er bewegt wird. Dann drücke mit deiner linken Hand dein linkes Knie weg. Schau über die rechte Schulter und wechsel. Über die linke Schulter schauen und wechseln. Aber lass deine Knie außen. Genau, einmal drehen. Wieder zur Mitte kommen, den Rücken rund werden lassen, Kopf rein. Mach mal weiter, ich zeige es dir nur seitlich. Wieder gerade und während du das machst, darfst du deine Füße jetzt schon mehr schließen, sodass sie ganz geschlossen sind. Geraden Rücken und Rücken rund. Und wenn die Füße geschlossen sind, dann ist es natürlich etwas wackelig. Genau. Aber wackeln heißt ja, wir trainieren. Gleich noch einmal. Jetzt halte deinen Rücken gerade und versuch deine Knie zu strecken. Schau mal, ob du wirklich den Rücken gerade hältst und die Dehnung auch in der Rückseite ankommt. Dann beug die Knie, Rücken bleibt gerade. Nochmal strecken und nochmal beugen. Gleich nochmal strecken und beugen. Wenn wir jetzt hier sind, stopp.
Nimmst du deine Arme nach vorne. Wenn es dir zu wackelig ist, öffne deine Füße etwas weiter. Alles richtig. Daumen zur Decke, Schultern tief. Jetzt streck deine Knie und führ die Arme neben deinen Körper und zwar so, dass die Daumen nach außen zeigen. Spür die Muskeln zwischen deinen Schulterblättern. Komm wieder zurück, Schultern tief und streck nochmal Daumen nach außen. Komm nochmal zurück, ruhig in deinem Tempo. Ausatmen, strecken, Schulterblätter küssen sich. Einatmen, aufrichten, Daumen nach oben. Und wirklich in deinem Tempo. Nochmal. Und wenn du das nächste Mal jetzt vorne bist, bleibst du hier. Geht ein bisschen noch. Und jetzt hacken wir mit den Armen. Mach kleine, schnelle Rechts-Links-Bewegung. Jetzt spürst du minimale Bewegungen in deiner Wirbelsäule. Wenn die Wirbelsäule ganz leicht rotiert wird, spannen unsere tiefen Muskeln an, die unsere Wirbelsäule stabilisieren. Noch vier, muss gar nicht lang sein, noch drei, noch zwei, noch einen. Aufrichten, locker lassen. Sehr gut. Ausschütteln, Arme, Beine auslockern. Und jetzt gehst du am Platz. Du rollst deine Füße ab und wir kommen etwas in Bewegung. Ganz bewusst von der Fußspitze auf die Ferse. Arme gehen gegengleich mit. Also wie wenn wir draußen gehen, schwingt der linke Arm vor, wenn das rechte Knie hochkommt. Genau. Und natürlich denken wir nochmal an unsere stolze, aufrechte Haltung. Dann machst du, mach mal weiter, ich zeig dir was. Ich mach 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ein bisschen Rhythmus in die Bewegung bringen. Mach mal mit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kurzen Moment oben halten und stabilisieren. Vielleicht stellst du dir vor, kurzen Moment einfrieren, ganz ruhig stehen, Balance natürlich trainieren. Genau, aber trotzdem weiteratmen. Kurzen Moment anhalten. Sehr gut. Immer noch. Wackelt, oder? Letztes Mal. Und wenn dann das rechte Bein oben ist, stoppst du. Stopp. Aufrichten, Brustbein öffnen. Jetzt kannst du deine Arme zur Seite nehmen, das ist einfacher. Wenn du sie hier hast, wird es ein bisschen schwerer. Groß werden und mit dem Unterschenkel ganz kleine Rechts-Links-Bewegungen machen. Das ist wieder ein Reiz von außen, mit dem wir uns zum Wackeln bringen. Und Wackeln bringt Stabilität. Stabilität bringt dann Beweglichkeit. Kleine. Gut. Stopp mal wieder. Löse auf. Nimm deinen Fuß nach vorne, wenn das jetzt rechts ist. Nimmst du rechts vor. Ich komme seitlich zu dir. Hüftbreit ungefähr die Beine öffnen und die hintere Ferse ist in der Luft. Und jetzt gehst du tief, als würdest du gerne was aufheben vom Boden hier tief. Und jetzt kommst du wieder hoch. Nimmst deinen Arm nach diagonal oben. Also hebe vielleicht ein Taschentuch auf und schieb dich wieder nach oben. Der Rücken ist ganz gerade. Wirklich gerade halten. Beinkraft, wichtig für einen gesunden Rücken. Noch einmal genau so. Und jetzt versuchst du, dir einen Spickzettel in der Hand zu denken, den du jetzt mal bis nach unten verfolgst. Jetzt irritieren wir wieder etwas unsere Augen, unseren Gleichgewichtssinn, indem du die Hand hier bewegst und wirklich nicht schummeln, sondern in jeden Moment in diese Hand hineinziehen. Also wirklich auch von oben umkehren, indem du in die Hand hineinziehst.
Noch einmal. Wenn du oben wieder angekommen bist, bleibst du, löst auf und lockerst. Gehst. Hat funktioniert? Dass es wackelt, meine ich. Gut, jetzt die Arme wieder gegen gleich. Mitschwingen, locker. Und wir beginnen den Rhythmus wieder aufzunehmen. Also 1, 2 halten. 1, 2 halten. Genau. Kurzen Moment oben einfrieren in der Bewegung. Einfrieren. 2. Sehr gut. Ganz ruhig halten, versuchen zumindest. Zack. Arme gegen gleich. Letzten Male noch. Und dann bleib links oben. Stopp, halte hier. Wenn du vorher die Hände gekreuzt hast, versuch es ruhig noch einmal. Richte dich auf und mach ganz kleine Schüttelbewegungen mit deinem Unterschenkel. Wackeln ist erlaubt, erwünscht sogar. Rechts und links zur Seite. Wieder atmen. Auch dein Fußgelenk spüren, Kniegelenk, Hüfte natürlich. Und halten. Das Bein macht den Schritt nach vorne, das andere Bein geht zurück. Rücken gerade und wir heben wieder etwas auf mit geradem Rücken und bewegen es nach diagonal oben. Nochmal tief kommen und hoch. Schau auch nochmal auf dein Knie, es bleibt über der Ferse. Dein Gesäß drückt dich nach oben. Dein Tempo. Noch einmal genau so. Dann denken wir uns wieder vielleicht mal einen Schminkspiegel oder so, in den wir schauen und uns die ganze Zeit beobachten. Und ich merke jetzt schon einen Unterschied zwischen rechts und links. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Immer noch tief. Rücken gerade. Geht noch. Einmal noch. Tief. Und wieder nach oben kommen. Und lösen. Entspannen. Sehr gut. Auslockern. Beine auslockern. Arme. Und jetzt finde ich ganz interessant, stell dich nochmal auf, hüftschmal, spür, wie du jetzt verwurzelt bist, wie du spürst, dass du mit dem Boden gut verwurzelt bist. Stehst du anders wie am Anfang. Und jetzt mach den Test nochmal. Also Knie strecken, roll dich ganz langsam, aber komm schon mal in den Rand der Matte. Komm schon mal rüber. Und dann rollst du dich ganz langsam ab. Und jetzt schau mal, ob es jetzt noch ein Stück weiter geht durch deine Stabilität, hast du jetzt vielleicht noch mehr Mobilität erreicht. Oder? Beug deine Knie, gerade Rücken, schau zu mir. Genau, und jetzt kommen wir mit der rechten, linken Hand nach vorne, sodass die Hände unter deinen Schultern sind und deine Knie unter deinen Hüftgelenken. Wenn du für die Knie ein Kissen brauchst, dann hol dir kurz eins. Und steig wieder ein. Beweg deinen Rücken nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, in allen möglichen Positionen. Wirklich durchbewegen. Und dann halte ihn gerade und komm nach unten auf deine Ellbogen, sodass die Daumen in Richtung Decke zeigen, Knie unter deinen Hüftgelenken sind und du dich hier richtig schön rausziehen kannst aus deiner Brustwirbelsäule. Lass nochmal dein Brustbein hängen und zieh dich richtig nach oben. Schieb dein Brustbein Richtung Decke. Nochmal nach unten und richtig nach oben heben.
nach unten. Jetzt bleibst du oben, halte hier. Jetzt zieh deinen Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule. Das kannst du ganz gut, indem du das Wort Ich sagst. Merkst du? Dann aktivierst du den Beckenboden und deinen tiefen Bauchmuskel. Also Ich. Genau, diese Spannung bitte beibehalten. Und jetzt ausatmend ein Bein nach hinten wegschieben. Jetzt, wenn das rechte Bein hinten ist, gib mit dem rechten Unterarm leichten Druck in den Boden. Dann atme ein, nimm dein anderes Bein. Wenn jetzt links hinten ist, drückst du mit deinem linken Unterarm in den Boden. So, dass du dein Körpergewicht nicht so sehr verlagerst, sondern gut mittig bleibst. Also, Druck. Genau. Ein Bein nach hinten schieben, trotzdem mittig bleiben. Und jetzt hältst du ein Bein hier. Bleibe hier und versuche, den anderen Arm hinter dein Gesäß zu nehmen oder hinter den unteren Rücken. Wackelst, du kannst jederzeit den Arm unten halten. Und versuche mit dem langen Bein kleine Kreise zu machen. Funktioniert auch so. Du bringst dich aus der Stabilität raus. Stopp. Und kurz wieder entspannen. Und letzte Runde. Anderes Bein nach hinten schieben. Jetzt wieder Spannung aufbauen. Mit oder ohne Ellbogen am Boden. Ganz kleine Kreise mit dem Bein ausführen. Wieder weiteratmen. Halten und kurz wieder absetzen. Einen Moment nach hinten setzen. Nicht ganz auf die Fersen, so ein Stück abgehoben bleiben, dich hier hängen lassen, Brustbein Richtung Boden, entspannen. Dann können wir gleich hier noch eine wunderbare Mobilitätsübung für die Brustwirbelsäule machen. Nimm die Unterarme voreinander, lass dein Gesäß leicht von den Fersen abgehoben und jetzt dreh dich mal zu mir auf. Lass dein Becken in der Mitte. Ellbogen dreht so weit, wie es geht. Einatmen, komm wieder zurück und nimm die andere Seite. Einatmen, so weit, wie es geht. Und aus, wieder zurück. Becken stabil. Vielleicht merkst du auch einen Unterschied rechts, links. Einer Seite ist man oft beweglicher wie zur anderen Seite. Mal. Gerne immer wieder dein Tempo, nicht hetzen lassen, wirklich in deinem eigenen Rhythmus die Bewegung. Ein letztes Mal noch. Und aufsetzen, deine Füße einfach nach vorne durchziehen, entspannen, Schultern lockern, richtig locker lassen. Wir kommen nach unten, das heißt, du brauchst deine Matte jetzt hinter dir, sodass du Platz nach hinten hast. Fass deine Oberschenkel und roll dich ganz langsam nach unten, tief. Arme neben dem Körper. Lockeren Nacken, lockeren Schultergürtel und schiebe mit deinen Füßen in den Boden. Merkst vielleicht, wie jetzt dein Steißbein sich Richtung Fersen schiebt und dein Becken Wirbel für Wirbel in Richtung Decke nach oben kommt. Von oben beginnst du dann ganz langsam wieder tief zu rollen, Wirbel für Wirbel.
Sehr schön. Deinen Rhythmus und mal versuchen, die Wirbelsäule in ihrer Mobilität zu bewegen. Also ein bisschen vergleichbar, wie wenn du eine Perlenkette abrollst oder auf den Boden legst und diese Perlenkette wieder Perle für Perle nach oben nimmst. Vielleicht funktioniert es ja auch gar nicht, dass jede einzelne Perle sich abhebt. Vielleicht hast du mal 2, 3 auf einmal, das kann schon sein. Nochmal. Bis zur Schulterblattspitze maximal. Einmal kommst du jetzt noch nach oben. Versuchst hier zu bleiben. Schließ deine Füße etwas mehr. Halte ganz stabil dein Becken hier und versuche mit dem Ausatmen ein Bein zu heben. Mit dem Einatmen setzt du es wieder ab und mit dem Ausatmen die andere Seite. Einatmen, absetzen. Was du jetzt machst, bringst auch hier Instabilität rein, indem du ein Bein wegbewegst. Mach mal weiter. Wenn du kannst, nimmst du die Hände auch noch Richtung Decke. Schultern bleiben tief. Jetzt wird es noch instabiler. Und wenn du noch kannst, lässt du ein Bein oben, halte hier und mach jetzt ganz kleine Hackbewegung hier oben. Versuch dich nochmal zusätzlich aus der Mitte zu bringen. Wenn es nicht geht, mach weiter wie am Anfang. Fußwechsel, gleich fliegender Wechsel. Kleine Hackbewegung, Bewegung in deinem Rumpf spüren. Noch 4, 3, 2, Fuß abstellen, Arme ablegen und abrollen. Anstrengend für die Rückseite auch, Gesäß, Oberschenkel, Rückseite. Locker deine Beine so richtig aus, entspann sie. Sehr gut. Und dann lässt du hier deine Wirbelsäule jetzt mal liegen, deine Füße entspannt aufgestellt und drücke den unteren Rücken in den Boden. Atme aus und löse nochmal, atme ein. Nochmal ausatmen, Richtung Boden drücken, einatmen, lösen. Und diese Bewegung müsste eigentlich angenehm für den unteren Rücken auch sein. Diese Bewegung machst du jetzt immer kleiner, bis du dich einpendelst in deiner sogenannten neutralen Position. Das heißt, wenn du stehen bleibst mit der Bewegung irgendwann, hast du vielleicht etwas Luft unter der Lendenwirbelsäule. Und wenn du jetzt mal nach oben siehst, ist dein Schambein und deine Beckenknochen, die sind parallel über dem Boden, also auf einer Linie. Dann liegst du in deiner neutralen Wirbelsäulenposition. Hier Luft ist ganz normal, das ist die Lendenlordose. So bleiben jetzt. Nimm deine Hände ruhig als Stütze oder so als Erinnerung, dass du hier ruhig bleibst auf dein Becken. Hier bewegt sich jetzt nichts. Und jetzt hebst du ein Bein nach oben an. Bleib mit dem Becken in der Position. Versuch jetzt mit dem Knie Kreise auszuführen. Mach mal weiter, ich zeige es dir so ein bisschen seitlich. Das heißt, machst hier ganz kleine Kreise. Stabiles Becken. Spür in deinen tiefen Bauchmuskel. Beckenboden. Becken bleibt ruhig. Schultern bleiben locker, oder? Halte und stell den Fuß kurz wieder auf. Jetzt nochmal Becken neutral, anderes Bein ausatmend heben. Ich komme wieder zu dir. Kontrolliere dein ruhiges Becken und versuch mit diesem Knie jetzt auch hier wieder ganz kleine Kreise auszuführen.
bringst dich da ja auch wieder aus der Mitte jetzt, indem du dein Bein aus der Mitte raus bewegst. Damit stabilisierst du dich in der Mitte. Komm wieder zur Mitte zurück, stell den Fuß auf und entspanne. Sehr gut. Nimm deine Fußsohlen zusammen, lass die Knie nach rechts und nach links außen kippen, so entspannst du jetzt deinen Beckenboden. Schließ rück deine Augen und versuch mal einen Moment dich zu lösen. Atme in den Bauch ganz tief ein und aus. Dann lässt du ein Knie zum anderen Knie dazu sinken, den Kopf drehst du zur anderen Seite. Dehnung im Bauch spüren. Jetzt langsam zur Mitte, zur anderen Seite dann. Kopf zur Gegenseite. Nacheinander wieder zur Mitte. Lass deine Füße jetzt etwas breiter wie deine Matte stehen. Die Arme nimmst du diagonal nach oben und die Knie kippen jetzt von rechts nach links. Mobilisation Hüftgelenk. Also lass sie wirklich nach innen knicken. Deine Hüfte, Hüftgelenke mobilisieren. Immer so, wie es für dich angenehm ist. Und jetzt lässt du, wenn du auf die eine Seite kommst, deinen Oberkörper langsam mitziehen. Mach dich klein auf einer Seite, werde rund. Und dann öffnest du wieder zur anderen Seite. Beine auf, Oberkörper. Und dich auf die andere Seite ganz rund werden lassen. Nochmal Länge öffnen. Angenehm, oder? Rund werden. Und wieder öffnen, hin und her wälzen sozusagen. Und wenn du auf einer Seite jetzt ankommst, egal welche, dann bleib da und drück dich langsam eins weiter zum Sitzen. Bleib einen Moment sitzen, komm leicht seitlich zu dir, richte dich auf, Schultern zurück, einatmen, lang werden. Und wenn du jetzt ausatmest, drehst du dich auf eine Seite, so weit wie es geht, richte dich auf und versuch mit jedem Ausatmen noch ein Stück weiter zu drehen. Dann atme wieder ein, andere Seite, ausatmen. Schau nochmal, ob du gerade sitzt. Komm wieder langsam zur Mitte zurück. Jetzt nimmst du einen Fuß nach unten, anderes Bein stellst du vorne auf und so drehst du dich jetzt auf die Seite, dass du gleich auf die Füße kommst. Hände sind wieder hier und jetzt streck nochmal deine Beine. Schau mal, wie deine Beweglichkeit jetzt so ist, ob du weiterkommst. Dann beugst du nochmal die Knie, stütz dich auf deine Oberschenkel ab, mach deinen Rücken rund, mach ihn gerade, schau zu mir. Nochmal rund, nochmal ganz gerade und wenn du jetzt gerade bist, dann richtest du dich auf zu mir. Locker dich aus
Auslockern lohnt sich immer, aktiviert alle Faszienrezeptoren, schütteln, rütteln. Kannst auch mal hüftschmal bleiben und dich wirklich in alle möglichen Richtungen schütteln und rütteln. Es tut wirklich gut. Ganz kleine oder langsame, ganz wie du dich wohlfühlst. Schultern lösen. Ruhig rechts und links, die Schultern nochmal kreisen nach hinten. Jetzt bleib hier, öffne ein Bein nach hinten, öffne die Arme nach diagonal oben, die ganze vordere Seite, jetzt klapp auch ruhig deine Handgelenke um. Und dann wirst du ausatmen, rund, fass deine Ellbogen und dann nimmst du die andere Seite zurück, klapp deine Handgelenke um und werde nochmal rund. Und mach dich nochmal groß, kannst auch höher nehmen die Arme und rund. Die Vorderseite aufdehnen und rund. Noch einmal jede Seite groß werden, rund werden. Letztes Mal und bleib jetzt aufgerichtet. Schließ die Füße in die hüftschmale Position. Locker die Arme nach unten und stell dich nochmal so hin, wie wir das am Anfang aufgebaut haben. Außenkante, Großzehenballen, Ferse, Knie sind durchlässig, Brustbein ist gehoben, etwas Luft unter deinen Achselhöhlen, ein Lächeln auf deinen Lippen. Wenn du magst, schließ für einen Moment deine Augen und spür, wie fühlt sich's jetzt an. Fühlst du dich gewachsen? Wärst du jetzt größer wie vorher? Fühlst du dich stabiler? Dann atmest du aus, öffnest deine Augen, nimm dich ganz bewusst noch einmal wahr. Wie fühlst du dich? Ich hoffe gut. Atme ein, streck dich. Atme aus, lass locker und jetzt recke und streck dich in alle Richtungen, wo du Lust hast, dich noch hinzubewegen. Gähne vielleicht. Öffne deine Arme und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, da habe ich Ihnen nicht zu viel versprochen. Die Ästhetik und Korrektheit der Übungen von Gabi Fastner, die sind schon klasse. Und wenn ich in den Chat schaue, da sehe ich, der Dieter Fischer, der ist auch begeistert und der schreibt, ich bin von der Vielfalt Ihrer Übungen begeistert und er ist eben auch Übungsleiter für Präventionssport und wir kennen die Gabi Fastner. So, wir wollen natürlich mit Ihnen ins Gespräch kommen und Sie wissen ja, dass wir immer eine Experten haben im Anschluss des Beitrages. Heute haben wir dazugeschaltet die Claudia Barber. Hallo Claudia, schön, dass du dabei bist und dass du dir heute Abend Zeit nimmst. Die Claudia ist von der Berufsqualifikation Physiotherapeutin und sie hat noch die Zusatzqualifikation Sozialpädagogik. Und die Claudia ist seit vielen Jahren im Kurssystem tätig, macht alle Fortbildungen, was man mitnehmen kann, verbindet die Theorie mit der Praxis. Sie ist in den Betrieben und einfach der Inbegriff für eine sehr, sehr erfahrene Physiotherapeutin. Herzlich willkommen, Claudia. Nun möchte ich mal ein bisschen mit dir die Übungen von Gabi Fastner beleuchten und wie du sie einschätzt, beurteilst und wie sie in die neue Rückenschule oder Rückenschule 2.0 passen. Meine erste Frage, neue Rückenschule, naja, so Tiefenmuskeltraining, das ist ja nicht überall so drin gewesen bisher in der Rückenschule, auch in der klassischen Rückenschule nicht. Warum finden wir jetzt dieses Thema in der neuen Rückenschule, liebe Claudia? Ja, das ist erstmal sehr zu begrüßen, dass wir das finden und wir haben ja auch eine Entwicklung gemacht. Wie du vorher schon mal gesagt hast, die Rückenschule ist ein Blumenstrauß mit vielen schönen Blumen
Und das Tiefenmuskeltraining ist eine Blume, die wir dazu bekommen haben, weil sich einfach die Forschung, die Wissenschaft entwickelt. Und in der Rückenschule wollen wir ja neue Erkenntnisse auch wirklich mit aufnehmen. Früher war das noch nicht so bekannt, aber wir wissen jetzt ja, dass zum Beispiel die neuromuskuläre Verschaltung, wenn eine Bewegung vom Gehirn her angesteuert wird, dass zuerst die kleinen tiefen Rückenmuskeln anspannen, bevor die großen Muskeln anspannen. Dass diese Anspannung der kleinen tiefen Rückenmuskeln das Bewegungssegment schützt und schont, das hat Frau Fastner ja eben schon erwähnt, das ist eine ganz wichtige Sache. Diese Erkenntnis, die wollen wir in die Praxis mit reinnehmen. Gleichzeitig, das ist nicht komplett neu. Der Janda hat das auch schon beobachtet oder in der Therapie. Es gibt dieses Therapiegerät Posturomet, so ein Wackelbrett. Das gab es in der Therapie für Menschen. Und diese Ideen wollen wir jetzt in die Prävention mit reinnehmen, indem wir mit ganz einfachen Mitteln, mit einer aufgerollten Matte, mit einem Balance-Pad oder ja, die kleinen tiefen Rückenmuskeln anspannen, um so wirklich die Bewegungssegmente zu sichern und die großen Bewegungen, die ja genauso wichtig sind, zu ermöglichen. Sehr schön. Es ist also eine Weiterentwicklung und viele Ansätze gibt es schon. Janda, der kurze Fuß nach Janda, kennen wir natürlich. Und jetzt ist es in die Breite getragen. Jetzt gucken sich Millionen Menschen die Übungen bei Gabi Fastner an und es ist normal, dass man eben dieses Tiefenmuskeltraining durchführt. Liebe Claudia, wir reden in dieser Woche viel, kein Bock auf Rücken. Damit meinen wir Rückenschmerz. Ich finde es aber auch mal wichtig, mal ein bisschen einzuordnen, ist Rückenschmerz gleich Rückenschmerz oder haben wir da eine Differenzierung und welche Differenzierung findest du da besonders wichtig? Also es gibt den akuten Rückenschmerz, den hat man zum Beispiel, weil man einen Hexenschuss hat, weil man eine kurzfristige Blockade hat, ein ganz heftiger Schmerz, der aber meistens abklingt. Und dann gibt es natürlich viele Menschen, die chronische Rückenschmerzen haben, wo es immer wieder zwickt, wo die Rückenschmerzen ja 3 Monate, 6 Monate andauern, wo aber keine strukturellen Schäden festzustellen sind. Ja, die immer wieder merken, mir zwickt es im Rücken. Und wir wissen ja heute, dass die Ursachen multifaktorell sind. Es gibt ganz viele Ursachen und deswegen ist in der Rückenschule ja auch dieser multifaktorelle Ansatz. Es gibt viele Dinge, die wir dabei berücksichtigen. Es ist nicht nur die Muskelkräftigung, sondern wir berücksichtigen auch die Faszien, wir berücksichtigen auch die Psyche, wir berücksichtigen das Lernverhalten. Also chronische Rückenschmerzen, da hilft ganz eindeutig in Bewegung bleiben, Spaß haben dabei. Erleben, dass man selbstwirksam ist, dass wenn man selber aktiv wird, dass es dann besser ist, weil man einfach aktiv ist, die Strukturen besser werden und weil durch die Bewegung auch die Schmerzwahrnehmung abnimmt. Das darf ist ja auch denn, eine ganz wichtige Sache. Darf ich denn das machen hier? Die Hackbewegung, auch unser Ingo Frohböse, ne, der ist ja auch nun ständig am Hacken. Oder der Wackler, ne, wir haben doch da viele Ansätze. Darf ich das denn machen, wenn ich chronische Rückenschmerzen habe? Ich empfehle das sogar, das zu machen. Natürlich immer auf sich hören, aber wenn ich diese Hackbewegungen mache oder wenn ich diese Balancebewegungen mache, wir wissen, bei chronischen Rückenschmerzen ist die Ansteuerung durch die kleinen tiefen Rückenmuskeln oft verzögert. Und durch diese Hackbewegungen und durch die Balanceübungen wird das trainiert, wird es besser. Ja, also ich kriege eine bessere Absicherung und die langen, großen Rückenmuskeln, die bei den chronischen Rückenschmerzpatienten hier häufig zu angespannt sind, zu verspannt sind, die können locker lassen, wenn die kleinen tiefen Muskeln gut reaktionsfähig sind. Deswegen hilft es auch dabei, bei vielen Menschen die Schmerzen zu senken. Wir haben im Chat jetzt auch interessante Fragen. Claudia, zum Beispiel haben wir hier die Frage, wie sieht es mit der Spiralmuskelstabilisation aus, wenn du da was zu sagen möchtest, im Hinblick Tiefenmuskeltraining, Spiralmuskelstabilisation. Spiralmuskelstabilisation ist für mich noch nicht so ein geläufiger Begriff, aber vielleicht kannst du das ein bisschen klären. Also Spiralmuskelstabilisation kann ich auch nicht wirklich klären. Also die Spiraldynamik, die bezieht sich ja darauf, dass unsere Muskeln nicht von oben nach unten und rechts nach links gehen, sondern dass die Muskeln wirklich in Muskelschlingen um unseren Körper herum gehen. Genauso wie wir die Bewegung ja auch nicht gerade rechtwinklig machen, sondern den Arm nach oben außen heben, wenn wir was aus dem Regal greifen und nach unten hinten. Und das hat die Frau Fastner ja wunderbar vorgemacht.
Das sind gute Bewegungen, die dem normalen, dem Muskelverlauf entsprechen. Und da arbeitet der Muskel in der Muskelkette. Und genau das ist das, was wir brauchen und was dem Muskel und dem Körper gut tut. Wir haben dazu gleich mal auch noch eine Frage hier im Chat. Eignen sich die Übungen auch bei Skoliose? Wunderbar. Also wenn eine Skoliose ist ja eine Wirbelsäulenverkrümmung, das ist ein chronischer Prozess, das passiert ja nicht von heute auf morgen, aber die Übungen von Frau Fastner arbeiten überwiegend symmetrisch und kräftigen die Rückenmuskulatur, entspannen die großen Muskeln, die ja vielleicht auch ein bisschen verspannt sind, aber sie führen zu einem super Stoffwechsel und zum super Training. Also würde ich absolut empfehlen, besonders, ja. Okay. Besonders wenn man schon erwachsen ist und die Skoliose im Prinzip sich verfestigt hat. Sehr schön. Ich habe immer wieder auch die Frage, Rumpfvorbeuge wie passt das dazu zum rückenfreundlichen Verhalten? Ist die Rumpfbeuge verboten oder darf ich es machen? Wie würdest du das einschätzen? Also die Rumpfvorbeuge ist ein klassisches Beispiel dafür, wie sich Erkenntnisse verändern. Zu meiner Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, war das noch ein Bandscheibenkiller. Da wurde es absolut verteufelt. Es gibt neue Erkenntnisse inzwischen und wir wissen, dass eine Rumpfvorbeuge, die nicht aus kaltem Start mit Schwung und Gewicht, sondern die kontrolliert langsam gemacht wird, dem Rücken gut tut. Die kleinen Rückenmuskeln spannen an. Die Dorsalfaszie wird ein bisschen auf Länge gebracht. Das tut ihr absolut gut. Und wenn man die Bewegung wirklich sich anschaut, dann ist das zu einem ganz großen Teil eine Bewegung in den Hüftgelenken. Die Bandscheiben selber sind gar nicht so, also die Wirbelsäule selber ist gar nicht so sehr in der Bewegung. Gibt es denn überhaupt noch einen Bandscheibenkiller? Der Bandscheibenkiller wäre vielleicht dauerhaft zu sitzen, also in krummer Haltung zu sitzen und dann vielleicht noch eine Vibration zu haben, wie so ein Lkw-Fahrer, der halt auf dem Bock sitzt und der ganz viel so immer Presslufthammer wieder in die Bandscheiben reinschüttelt. Ne? So niedriger Presslufthammer, genau. Ja, und der dann halt nur alle 4 Stunden einmal aufstehen darf, wenn er an einer Haltestelle ist. Und das ist ein wirklicher Bandscheibenkiller, weil auch dann der Stoffwechsel so schlecht ist, dann... Das zerreibt die Bandscheiben. Wie oft soll ich trainieren? Diese Übungen, die Gabi Fastner gemacht hat, wie oft? Also gerne häufig. Um die Muskelkraft zu stärken, wissen wir aus der Trainingslehre 2 bis 3 Mal die Woche. Die kleinen tiefen Muskeln, die soll ich lieber kürzer trainieren, aber dafür häufiger, gerne täglich, gerne Einbeinstand immer mal wieder, wenn es sich anbietet. Oder auch das Hacken oder wenn ich den Orangensaft aufmache, kann ich ja gerne vorher einmal kurz schütteln, weil es immer wieder ein kleiner Impuls ist für die kleinen tiefen Muskeln, die wir so gut brauchen, die aber nicht so lange ansprechbar sind, weil da braucht es viel Konzentration und das schaffen die einfach nicht. Die Übung von Gabi Fastner. Ästhetisch natürlich klasse. Ne? Ich habe ja hier auch meine Kollegen hier, die einfach davon begeistert sind. Aber diese Bewegungen, bauen die denn so viel Muskulatur auf? Ist das Muskelzuwachs, Muskelaufbau? Da werden die doch keine Bodybuilder. Und wie geht es den Bodybuildern? Sind die geschützt vor Rückenschmerzen? Also richtig Muskelaufbau fehlt mir da. Brauche ich das für einen gesunden Rücken? Also der Bodybuilder ist nicht unbedingt frei von Rückenschmerzen. Der Bodybuilder baut die Muskeln auf, macht so ein Hypertrophietraining, so ein Muskelzuwachstraining mit ein bisschen Eiweißpulver, damit er gut aussieht. Damit wir gesund sind und funktionell uns bewegen können, ist das Training von der Gabi Fastner, würde ich sagen, besser. Weil im täglichen Leben schleppen wir keine Gewichte oder stemmen Hanteln, sondern wir brauchen Muskeln, die reaktionsfähig sind. Toll. Wir brauchen Klasse statt Masse. Claudia, wir haben noch eine Minute. Deine Botschaft an die Menschen, an die vielen Menschen, die uns jetzt zuschauen und zuhören. Was ist deine Botschaft? Macht euch Bewegung zur Gewohnheit. Lasst es ein Ritual werden, dass ihr euch so gerne bewegt, dass wenn ihr mal einen Tag mit wenig Bewegung habt, dass es euch dann wirklich fehlt. Es sind nicht die langen, großen
Aktivitäten. Aber ein Tag ohne draußen richtig mal kräftig gegangen zu sein und nicht nur im Rentnerschnitt, sondern zügig gegangen zu sein, ein Tag, wo ich nicht auf einem Bein gestanden habe, das muss euch richtig fehlen. Da sollt ihr wirklich ein bisschen süchtig werden. Bewegung im Alltag ist das Beste, was ihr für euren Körper und eure Seele und eure Psyche tun könnt. Das wäre meine Botschaft. Claudia, vielen, vielen Dank, dass du als Expertin heute zur Verfügung standest. Du hast uns das nochmal gut beleuchtet und dass das alles richtig gut ist, was wir heute Abend gesehen haben, für einen gesunden Rücken. Ich wünsche dir weiter ganz viel Spaß bei deiner Arbeit und vielleicht möchtest du ja drin bleiben. Bleib gesund und wir sehen uns später. Tschüss, ja. Claudia. Danke. Dankeschön und viel Spaß euch noch. Danke. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das war der erste Beitrag und Sie haben ja sicherlich in der Übersicht gesehen, heute haben wir zwei Beiträge und es geht in die gleiche Richtung. Ohne Geräte, einfach nur mit unserem edlen Körper etwas tun und heute haben wir einen Beitrag von Barbara Klein. Barbara Klein kennen wir. Wenn ihr den Namen nicht kennt, aber ihr wisst, was sie entwickelt hat, das ist der flexible Stab, der Flexibar. Der stammt von Barbara Klein und der ist natürlich überall bekannt. Heute geht es nicht um Flexibar, heute geht es nicht um Geräte, heute geht es nur um Bewegung mit dem eigenen Körper. Ästhetisch, wunderbar, effektiv und kurz. 20 Minuten Fitnesstraining mit Barbara Klein. Wieder mitmachen, ja klar, das geht und wir hören uns gleich später nach dem Beitrag. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig und es ist mir eine absolute Ehre, hier bei dieser Rückengesundheitswoche von AGR dabei sein zu dürfen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. 20 Minuten Training. Gebt mir ein Gehen mit eurem rechten Fuß. Bei uns ist es links. Uns heißt Angelika, super gute Freundin, Trainerin. Sie wird die einfache Variation zeigen. Und ich habe mir ja so ein bisschen vorgenommen, in 20 Minuten die Ausdauer, die Kraft und die Beweglichkeit verbessern zu können. Das Ganze mit Spaß, guter Laune, ja keinem Stress und trotzdem so ein bisschen fordernd. Ganz wichtig, wir werden 6 Übungen machen. Jede Übung ungefähr eine Minute. Das machen wir 3-mal und dann sind die 20 Minuten schon vorbei. So, welche Bewegungen fordern Kraft und Ausdauer? Funktionale Bewegungen. Und wir bauen ganz langsam auf. Die erste Minute startet jetzt aus diesem March. Gebt ihr mir, und ich bin mir ganz sicher, ihr kennt das, einen sogenannten Mambo oder Rockstep. Rechts vor, rechts rück. So, dieses Gehen verändern wir in einen sogenannten Lunge. Vor und rück, vor und rück. Ja, kein Stress. Wir stehen hier auf dem AGR-zertifizierten Boden. Standbein, euer linkes, schön fest, Fuß im Boden, gerne barfuß nutzen. Und dann ist die erste Minute auch gleich vorbei. Lunges. Machen wir 4-mal mehr, 3-mal mehr. 2-mal mehr, 1 und erstmal ganz locker am Platz so ein bisschen bouncen. So, ganz entspannt hin und her, dann mal so ein bisschen twisten, Schultern sind tief, erst wieder auflockern. Auch die zweite Minute ist quasi gleich vorbei. Mal so ein bisschen vorrück, Füße nützen, Knie gebeugt, Arme mitnehmen. 8, 4, die letzten 15 Sekunden einfach noch so ein bisschen dribbeln, Schultern sind tief, atmen. 4 und 3 und wir marschieren mit links. Ihr marschiert links. So, die dritte Übung, Herzfrequenz geht schon langsam hoch, wird hier mit links, dieser Rockstep oder Mambo.
vor. So, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Könnt ihr auch mit Hüfte oder einfach nur richtig schön straight trainieren. Wir verändern es eh. Gehen über in den sogenannten Lunge. Vor. So, das Schöne ist, wir brauchen kein Equipment. Mal ganz nur wir und Körpergewicht. Haben wir immer und überall dabei. 20 Sekunden noch. Vor, rück. Endspurt. Schön Fuß, Standbein im Boden lassen. 8. 4, 3, 2 und 1. Locker federn. Schultern tief. So, Übung Nummer 4. Gebt mir nochmal einen March mit rechts. Dann gehen wir mal ein bisschen in der Frontalebene nach außen. Den sogenannten Squat. Körpergewicht zwischen die Beine, Oberkörper ein bisschen vor und dann wieder aufrecht. Die Arme, wir ziehen und drücken. Das sind alles Übungen, die absolut jeder machen kann, jeder machen darf, die uns so ein bisschen aufrichten, die Kraft verbessern und trotzdem die Ausdauer, die Herzfrequenz geht hoch. 20 Sekunden noch, nochmal ziehen. Als ob ihr ein Seil nach hinten zieht, das vorne festgebunden ist. 4, 3, 2, 1. Zur Mitte, locker, dribbeln. So, dribbeln ist, finde ich, sieht immer so ein bisschen sportlich und dynamisch aus. Das kann absolut jeder. Ganz sanft, ganz weich. Atmen. Drittel schon vorbei. Ganz klein, dribbeln. 8. Und atmen. Schultern tief. Minute gleich vorbei. Die letzten 4. 3. 2. So, ihr marschiert rechts, wir links. March. So, wir trainieren ganz ausgewogen. Nach diesem Squat ist die Aufwärmrunde schon vorbei. Minute beginnt. Körpergewicht wieder zwischen die Beine. Nehmen nochmal dieselben Arme. Achtet drauf, Kinn ist hinten. Schultern weg von den Ohren. Hände gerne immer wieder auf und zu. Stellt euch wieder euer Band vor. Sanft aufkommen. Die letzten 20 Sekunden und ziehen. Viermal mehr. Körpergewicht immer schön zwischen die Beine. 2. So, locker gehen. Es war die Aufwärmrunde 6 Minuten schon circa vorbei. Jetzt kommen wir zur zweiten Runde. Da fangen wir mit einer Art Laufbewegung an. Die nennt sich 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und ihr seht, ich ziehe das Knie so ein bisschen höher. Arme locker mitnehmen. Wieder nur noch 20 Sekunden. Achtmal mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Perfekt. Nummer 2 der zweiten Runde. Euer rechtes, unser linkes Bein macht einen Cross-Lunge. Cross, cross, cross. Vorne ein bisschen Power. Cross. Bei Kniethemen gar nicht so weit kreuzen. Ihr merkt schon, das ist sehr funktional. Hüfte, Bein, Gesäß sowieso. Jetzt machen wir es noch ein bisschen rückenfreundlicher. Immer zum vorderen Bein drehen. Die Brustwirbelsäule dreht.
Drehen. Drehen. Schultern tief. Jedes Mal ein bisschen weiter oder tiefer, wenn ihr wollt. Acht. Gleich geschafft. Vier. Drei. Zwei mehr. Perfekt. Locker gehen. So, Nummer drei. Wir lassen das Standbein hier, dann hat das Bein nämlich was davon. Rechtes Bein bei euch geht raus, rechter Arm nach oben. Eine Minute. Side Crunch. Zieht. Hüfte ist offen. Kniescheibe leuchtet nach oben. Ellbogen zieht nach unten. Und gleich trennt sich so ein bisschen nicht die Spreu vom Weizen, sondern Angelika von mir. Ich mache die zweite Hälfte in Doppeltempo. Ihr bleibt bei Angelika oder bei mir. Pull. Und nach dem Motto, schlimmer geht immer, ihr könntet auch noch hüpfen. Ihr entscheidet. Es ist Runde 2, die goldene Mitte. Ihr entscheidet die Geschwindigkeit. Das sind die letzten 10 Sekunden. 8. 4 und 3, marschiert am Platz. So, gehen in einen breiten Squat. Herzfrequenz sollte oben bleiben, einfach erstmal nur tief hoch. Gleiches Prinzip, wieder eine Minute. Hüfte vor, tief. So, die erste Hälfte bin ich quasi hier wieder dabei. Und für die Wilden unter euch zeige ich gleich eine Variante. Gleich geschafft. Könnt auch wieder bei Angelika einsteigen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Marschieren links. So, fehlen unsere Cross Lunges noch auf der linken Seite. Achtung, Zeit läuft. Power vorne. Und ihr merkt, es ist Grundlagenausdauer. Ihr könnt ein Intervalltraining draus machen oder ganz gleichmäßig Kraftausdauer durchhalten. Kommen wir zur Beweglichkeit. Drehen. Gerade die Brustwirbelsäule, also die Mitte, so wichtig. Die soll flexibel bleiben bis ins ganz hohe Alter. Schultern tief, Kinn zurück. Sehr schön. Unsere linke Pobacke greift schon, gell, Angelika? Bei euch müsste die rechte sein. 8, 6. Schön tief und raus. 4, 3. Zweimal mehr. Super gut. Letzte Übung der zweiten Runde. Side Crunch. Zu, auf. So, die erste Hälfte bin ich wieder, ebenfalls im langsamen Modus, solltet ihr gleich hier mitmachen. Gerne, wer will, schon Tempo. Technik wichtig, Kniescheibe nach oben, zieht den Ellbogen am Knie vorbei. Dann kommt die letzte Hälfte der zweiten Runde, wer mag, schnell. Wer will mit Bouncen? Oder halbes Tempo wie Angelika. Ziehen. Wir haben es gleich. Die letzten 8 Zeiten. Ziehen, ziehen und Knie nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Locker gehen. Super. So, ihr merkt, Kraft, Ausdauer, Glückshormone. Alles wirbelt. 6 Minuten haben wir noch.
locker laufen. Jede Variation nur noch einmal. So, wir haben die Knie. Seid bei einfach Angelika oder gefordert bei mir. Hinten noch die Fersen und ich noch die Arme. Gleich geschafft. 4, 3, 2 und 1. Marschieren rechts. So, unsere Lunge-Variation wird wieder so ein bisschen verändert. Achtung, schaut mal. 3, 2, 1, Chep. So, jetzt wird es wieder noch rückenfreundlicher. Geht ja schon gar nicht, doch geht immer. Rück. Her. Daumen führt die Bewegung an. Faszial. Länge pectoralis. Gerade bei den sitzenden Berufen. Auch wichtig, vorne bei euch links den großen Zeh in den Boden drücken. Wer will, variiert mit mir. Gleich geschafft. 20 Sekunden noch. Herzfrequenz oben, Kraft hilft sowieso. Noch so ein bisschen Koordination. Die letzten zweimal. Perfekt. Achtung, schaut mal, Tap side, side. Praktisch die dritte Übung der dritten Runde. Sind nur noch circa 4 Minuten. Und wer will, bleibt bei Angelika oder bei mir. So, diagonale Bewegungen in der Kinesiologie verknüpft die beiden Gehirnhälften miteinander. Also gerade nach einem Spaziergang, nach einem Fahrradfahren, nach Sitzen. Perfekt. Und Endspurt. 4, 3, 2, 1, March. So, die goldene Mitte, unsere letzten 3 Minuten. Tippt mal einfach nach außen. Tap, 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 tap im Wechsel. Die Arme hoch, tief. So, eventuell die Komfortzone nochmal verlassen für die Fortgeschrittenen unter euch. Und es ist Rückengesundheit, es ist Plyometrie. In Erwarten des Körpergewichts helfen euch die Muskeln und die Sensoren. 16 Stück noch. Acht. Marschieren links. Unser rechts, euer links. So, die letzten zwei. Wir machen den Ausfallschritt auf 3. Arme gleich nach oben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Feder zurück. Fasziale Dehnung, Rumpf. Wer will mit Knie? Noch mehr Balance. Der Endspurt. Schön tief. Vorne an den großen Zeh denken. Euer rechter großer Zeh im Boden. Acht Stück mehr. Dann kommt auch schon die letzte Minute. 4, 2, Daumen zurück, öffnet euch. Perfekt. Tap. Der Endspurt. 18 Minuten sind vorbei. Dreimal die Runde. 6 Minuten macht 18. Wer will? Mit mir. Nochmal durchhalten. 40 Sekunden noch. Wer will, bounced. Puh.
Atmen, Endspurt. Achtmal noch. Vier. Marschieren am Platz. So, der Abschlussminute machen wir so All-in-One-Flow. Mobilisation. Breiter Squat, Schultern zurück. Side, side. Erster linke Arm. Lang. Immer wieder. Ein Knie strecken. Drei noch. Und die Mitte. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Könnt stolz auf euch sein. Daumen vorne. Gerader Rücken. Rund. Kinn, Brustbein. Po fest. Hohlkreuz. Ist Katze Kuh im Stehen. Wer Yoga macht. Nochmal rund. Aufrollen. Schultern zurück. Einmal noch ein. Aus. Seit, seit. Links und rechts. Euer rechter Arm diesmal. So, viermal mehr. Bleibt nochmal in der Mitte. Dreht euch. Po fest. Bauchnabel innen. Über die Mitte wechseln zur anderen Seite. Po fest. Bauchnabel innen. Öffnen. Zur Mitte marschieren. So, ich hoffe, es hat Lust auf mehr gemacht. Bei mir, ob bei YouTube, Insta, egal wo, hier bei AGR. War mir eine Freude. Gute Laune steht uns im Gesicht. Bis bald. Habe ich zu viel versprochen? Nein, das waren tolle Übungen. Das war ästhetisch, das war gut und es sind einfache Übungen. Überall, wo ich stehe, kann ich diese Übungen durchführen. Und ich habe ein bisschen Gänsehaut. Die das vorgestellt hat, die haben wir jetzt im Chat. Die können wir jetzt persönlich sehen. Hallo, Barbara, grüß dich. Schön, dass du Zeit hast, dass du im Chat zur Verfügung stehst. Das finde ich ganz wunderbar. So, und ich möchte einfach auch dir mal sagen im Chat, was da schon steht. Und das finde ich natürlich richtig gut. Da die erste Botschaft. Huhu, ich habe Barbara doch noch nicht verpasst. Ich liebe Barbara. Hey, oder Timon, ja, das kann ich verstehen. Super Training. Oder klasse Barbara. Und die Steffi, super Barbara. Also, das ist schon sehr euphorisch, was ich da im Chat sehe. So, und ich möchte mit einer Frage beginnen, Barbara, die wir nicht abgesprochen haben. Und ganz spontan, wie hältst du dich fit? Ich habe da im Video gesehen, wow, ne, richtig toll von deiner Körperform, darf ich jetzt einfach mal sagen. Achtest du auf die Ernährung? Isst du keine Schokolade? Trinkst du keinen Rotwein? Isst du nur Salatblätter? Bist du von morgens bis abends im Fitnessstudio? Was machst du, liebe Barbara? Erzähl es mir. Erzähl es uns. Lieber Ulrich, du hast gleich mit meinen Weaknesses angefangen. Ich liebe Rotwein und ich liebe Schokolade. Und zu Zeiten, als ich noch ins Fitnessstudio gehen durfte, um dort zu unterrichten oder auch im Verein, habe ich das tatsächlich dreimal die Woche getan. Nicht nur, um mich zu disziplinieren, sondern weil ich es liebe, zu unterrichten. Und weil ich natürlich auch mit meinen Ideen, zuerst waren es Videos, dann waren es DVDs, dann ist es YouTube, ganz egal wo, würde ich gerne dieses seit 30 Jahren gebündelte Wissen und aus der Welt zusammengetragene Wissen mit Motivation und Leidenschaft an Menschen bringen. Und damit ich dann eben auch, ich nenne es mal, in Übung bleibe, habe ich das im Studio vis-à-vis zu meinen Kunden, zu meiner Audience sozusagen getan, weil ich dann sagen konnte, egal wo, bei euch, AGR oder DTB, wo auch immer, schaut mal, das können 50, 60, 70, 80-jährige Menschen, die stehen vor mir. Also zurück zur ursprünglichen Frage. Ich achte auf meine Ernährung, aber halte Balance. Ich halte vor allen Dingen einigermaßen meine Pausen ein. Also ich bin kein Graser, sondern esse dreimal am Tag. Und ich liebe Bewegung, suche unterschiedliche Bewegung und bewege mich so ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, circa 3 Stunden die Woche körperlich.
Das ist ja alles noch sehr moderat, ne? Das klingt ja gar nicht übertrieben, sondern eigentlich machbar für auch einen Normalbürger. Ich muss nicht nur jeden Tag auf meine Figur oder auf meine Fitness achten. Barbara, was ich mir die Frage immer wieder gestellt habe, wie kommst du zu den Übungen? Wenn wir Rückenschullehrer was zusammenstellen, dann gucken wir in die Bücher, lesen Fachbeiträge. Aber wie kommst du auf deine Übungsprogramme? Was ist deine Systematik? Wie machst du das? Also als Physiotherapeut hast du krankengymnastische Übungen, gar keine Frage, wo du einfach ganz klar nach Fakten weißt, das ist eine perfekte Übung für die Hüftaußenrotation oder Innenrotation oder so mobilisierst du jetzt die Brustwirbelsäule und so weiter und so fort. Dann überlege ich mir, wie kann ich vielleicht meinen Flexibar integrieren oder ein Band integrieren oder wie mache ich das einfach sinnvoll? Das ist mein Wichtigstes, dass ich einen Athleten und eine absolute Einsteigerin abholen kann, dass sich der eine nicht unterfordert fühlt und die andere nicht überfordert fühlt. Deswegen übe ich es dann auch und auch gerne mit Kunden. Ich habe ein weltweites Netzwerk, wo ich wirklich mit Experten, die ich schätze, liebe, austausche. Derzeit sowieso. Früher bin ich durch die Welt gereist, also vor einem Jahr noch, und war auf Kongressen, wo ich referierte, aber auch andere Kurse besucht habe, wo ich gedacht habe, oh, abkupfern, nennen wir es mal so, kann man schon sehr gerne. Man muss ja nur wissen, von wem, dass es gut ist. Und dann entsteht ein Sammelsurium an Übungen, die ich irgendwie harmonisch aneinanderreihe. Okay, also ganz viel eigenes Ausprobieren, eigene Erfahrung, viel unterrichten. Wie kommt es an? Welche Rückmeldungen bekommst du? Einfach auch ein bisschen Try and Error dabei. Genau. Wie oft, was empfiehlst du aufgrund deiner Erfahrung? Wie oft sollte ich in einer Woche wöchentlich diese Übungen durchführen? Also ich kann auch immer wieder nur raten, lieber ganz langsam und basic starten. Ich liebe es, Menschen abzuholen, die sich und Bewegung schon aufgegeben haben. Sei es Diabetes Typ 2, Body Mass Index über 30, sei es ich habe Hüfte, Rücken und Nacken und ich habe schon so viel probiert, es wurde eher nur schlechter. Da rate ich mit 10 Minuten am Tag, also so wie wir es mal klassisch gelernt haben, Ulrich, erst über die Häufigkeit starten und dann eben über die Dauer und erst zum Schluss über die Intensität. Das gilt tatsächlich immer noch. Wenn ich irgendwann mal sage, also diese 10 Minuten am Tag, da könnte ich mehr, dann sage ich, dann mach 2x10 Minuten am Tag. Aber unterm Strich sollten irgendwo circa 20 Minuten körperliche Bewegung am Tag rauskommen. Wenn ich jetzt sage, ich bin so im Stress, ich mache es nur 3x die Woche, dann steigert man sich idealerweise dort auf 3x60 Minuten nach oben. Ich finde das Dogmatische sowieso nie so gut. Mal ist es halt eine Stunde, dann sind es auch mal 2 Tage nicht. Aber es sollte so sein, dass man am 2. oder spätestens 3. Tag ohne Bewegung für sich selber sagt, ich fühle mich schlecht, ich möchte, ich muss mich bewegen. Sonst, wie wir Süddeutschen sagen, sonst werde ich grantig und irgendwas muss jetzt passieren. Also ungefähr 150 Minuten die Woche wäre meine Mindestempfehlung. Also da liegst du ja auch völlig richtig. Es gibt ja nationale Empfehlungen in Deutschland für körperliche Aktivität und da liegst du schon genau auch von deiner Empfehlung, wie die nationalen Empfehlungen sind, wissenschaftlich belegt. Ne? Die sind ja wirklich gut fundiert und es ist sehr schön, das passt eigentlich genau. Ich sehe immer wieder bei deinen Übungsprogrammen, dass gerade die Muskulatur, die Bewegung für die Hüfte, ich sag mal eben Abduktoren oder Gesäßmuskel, aber beschreib doch nochmal, welche Muskeln findest du besonders wichtig, wenn du Hüfte meinst und warum sind für dich diese Übungen besonders wichtig? Also auf die Hüfte wirken vorne die Hüftbeuger. Und früher auch zu Fitnesszeiten oder in meinen Ausbildungszeiten, als ich noch mehr referierte, war es immer so, ach, die Hüftbeuger, um Gottes Willen nicht, denn die sind ja sowieso verkürzt. Mittlerweile wissen wir, die sind zwar verkürzt, aber trotzdem zu schwach.
Wir brauchen also die Beuger, genauso wie die Strecker, genauso wie die, die das Bein heranziehen, also die Adduktoren, als auch die, die das Bein abspreizen, in dem Fall die Abduktoren. Und dann haben wir auch noch die Dreher, also die Rotatoren. Die Hüfte ist mein absolutes Steckenpferd, denn wenn die Hüfte im Laufe der Zeit einrostet und auch nicht geschmiert, beweglich, mobil bleibt, dann transportiert sie ihre Probleme sowohl nach unten als auch nach oben. Und dann haben wir im Bereich Rücken oder Knie ein Thema, wo man immer nur nach Rücken und Knie schaut. Und eigentlich ist es die Hüfte. Und deswegen liebe ich, in meine Bewegungsprogramme die Hüfte zu integrieren und da dann auch zu sagen, sowohl Kraft als auch Beweglichkeit ist ein Riesenthema, muss auch gar nicht arbeitsaufwendig sein, aber 3, 4, 5 Mal die Woche. Liebe Barbara, sieh es mir nach. Ich will nicht Macho sein. Gluteus Maximus finde ich auch schon wichtig, schaue ich mir gerne an. Den hast du jetzt nicht genannt. Welche Rolle spielt er für dich in Bezug auf Hüfte? Also eine sehr, sehr große, gar keine Frage. Wie der Name schon sagt, Maximus groß und er ist nun mal the biggest Strecker. Also gar keine Frage, wir brauchen ihn. Und ich liebe eben bei der gesamten Therapie immer, immer auch die Vorzüge für die Optik. Ich glaube, dass aufgrund dessen, dass Schmerz nicht speicherbar ist und tut uns der Rücken weh, sind wir ja gewillt, alles zu tun. Dann vergehen die Schmerzen und ich vergesse den Schmerz. Das ist auch gut so und wichtig so. Aber wenn wir dann sagen, ich mache eine Bauch-Beine-Po-Rückenstunde, nicht nur aus optischen Gründen, sondern eben auch gesund, hat es Vorteile. Der Gluteus Maximus sieht nicht nur in einer engen Jeans großartig aus. Und ich finde, wenn wir älter werden und selbst aufrechte Frauen und Herren Gesäßmuskulatur verlieren, ist es nicht nur ein Zeichen für, hier werden wir schwach, sondern ich brauche für einen beschwerdefreien Rücken einen starken, großen Gesäßmuskel. Deswegen ist ein Squat, ein Lunge, etwas, wo wir hier trainieren, fast in all meinen Übungen auch integriert. Haben wir bei deinen Übungen ja auch gerade gesehen, ne? Wie du das vorgestellt hast. Da war ja Gluteus Maximus ja ganz klar mit drin. Corona heißt viele Videokonferenzen, Homeoffice. Viele Menschen bewegen sich nicht mehr so viel zur Arbeit und weg von der Arbeit. Wir sitzen und wir sitzen am Bildschirm, Videokonferenzen und der Nacken schmerzt, die Schultern schmerzen. Welche Empfehlung hast du für einen gesunden Nacken, den Nacken aus der Klemme zu ziehen? Was ist deine Empfehlung? Also zuallererst ist an den Bildschirm vielleicht sogar so ein kleines Post-it-Wappel, irgendein Erinnerungskleberchen, nennen wir es so. Dass ich das, was ist so das, ein Bubble? Bubble. Ach ja, okay. Ach, interessant, ja. Aber also ich, in Hochdeutsch nenne ich es mal Erinnerungskleberchen. Wo ich sage, ich ziehe mein Kinn zurück, ich richte mich auf, ich ziehe die Schultern nach unten. In meinem YouTube-Kanal habe ich schon relativ Corona-anfänglich gesagt, ich kann ja auch jetzt zum Beispiel meinen Laptop auf einen Hocker stellen und mache mir ohne Kosten ein Stehpult. Denn nicht nur für den Rücken, auch für unser Herz-Kreislauf-System ist es wirklich so, Sitzen ist das neue Rauchen. Wir verteufeln jede Zigarette. Ich habe noch nicht eine in meinem Leben geraucht. Aber wir sitzen uns tatsächlich präsig. Nicht nur Homeoffice, sondern Office und Auto und Fernseher und Netflix und egal was. Also öfter stehen. Wir können auch, und ich glaube, egal mit welchen Möglichkeiten, auch beim Gehen telefonieren. Wir können selbst meditieren, was ich als wirklich großartig erachte, im Gehen tun. Ich brauche jetzt nicht, ich finde es übrigens auch sehr mühsam, auf 10.000 Schritte zu tun, aber zwischen 1.000 und 10.000 haben wir ein großes Delta. Also wäre es einfach schon mal schön, auf 3.000, 4.000, 5.000 zu kommen, auch in einem normalen Office, nicht nur meinen Kollegen anzurufen, den Ordner selber zu holen, zwischendurch einfach immer wieder aufzustehen. Und beim Nacken
immer wieder Widerstand nach hinten, immer wieder sagen, ich baue mir meinen Stehpult, immer wieder sagen, ich schaue mal kurz über meine rechte und über meine linke Schulter, sich daran erinnern, dass Bewegung Leben ist und Mobilisation eben unsere Gelenke, auch Wirbelgelenke, schmiert. Das klingt so gut. Ich hatte gesagt, du bist die richtige Botschafterin für Bewegung und körperliche Aktivität und gerade was Homeoffice geht. Und ich fand das sehr schön, dass du wieder die Verbindung eben zur Psyche, zur Meditation, gefällt mir sehr gut. Lass uns noch mal ein bisschen beim Training bleiben. Wir haben hier die Frage Functional Training. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, Functional Training, was ist es und was hältst du davon? Das ist eine tolle Frage. Also, Functional Training wurde so ein ganz klein wenig aus Amerika hertransportiert. Und es wurde automatisch assoziiert mit intensivem CrossFit-Training, mit in die Liegestütze schmeißen, mit nach oben springen, mit Reifen werfen. Dann parallel bekommt der normale Mensch vielleicht sogar noch Biggest Loser auf einem Sender, wo man denkt, es muss immer tough und wild und Komfortzone verlassen sein. Functional Training, übersetzen wir es einfach mal, heißt funktionales Training. Und jetzt kommt ganz wichtig, funktional für wen? Funktional für einen Baseballplayer in der Premier League, funktional für einen Fußballspieler, funktional für eine Dame 50 plus, die möglichst gut älter werden möchte. Und da kommt jetzt dieses Thema funktional, keine Crunches, sondern Stabilität, Schultern in beweglichen Möglichkeiten und so weiter und so fort. Also dieses Funktional muss funktional sein für den, der es tut. Das kann intensiv sein, wenn ich mir auch mit als Kerl 50 Jahre und ich möchte als Traum meinen New York Marathon laufen, ob wir den wann auch immer wieder laufen können, dann muss dieser Mensch seine Komfortzone verlassen und tatsächlich auch mal sagen, ich begebe mich in 4, 5, 14, 20 Kilometer hinein. Ich brauche einen stabilen Rumpf, einen Beckenboden. Dann muss ich funktional für diesen Marathon trainieren. Aber wenn ich funktional mein Baby stemmen möchte, die Tassen einräumen möchte, Einkaufstüten ins Auto packen möchte und gleichzeitig mit links stabil sein, dann muss ich mich für meinen Alltag funktional bereitstellen. Und es hat nichts mit diesem Functional, Intense CrossFit-Training zu tun. Sehr schön. Da bist du ja auch mit deiner Erklärung wunderbar in der wissenschaftlichen Erklärung, Definition von der Gesundheit der WHO. Ne? Das heißt ja, kompetent sein, seine persönlichen Ziele zu erreichen, seine sozialen Ziele, also individuell zu sehen, nicht irgendwelche Normen zu erreichen, nicht irgendwelche Zahlen, sondern wohlfühlen, meine eigenes Wohlbefinden zu fördern. Ich glaube, das steckt bei dir auch wunderbar drin. Deine Übungen, die ihr vorgestellt habt, waren im Gehen, da waren tänzerische Formen dabei. Ist es denn auch möglich, im Sitzen etwas zu tun? Also zwischendurch im Sitzen ist es sehr, 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 sehr wichtig. Also ich habe dieses Thema Sitzen tatsächlich sehr gern auf dem Schirm. Zum einen, weil wir, glaube ich, auch immer wieder Menschengruppen vernachlässigen, die nur sitzen können. Zum anderen, weil ich jetzt auch denke, okay, ich sitze nun mal an meinem Schreibtisch und das mache ich alles später. Aber wenn man sich vorstellt, dass man dann doch Minimum 8 Stunden am Tag vorgebeugt sitzt und ich möchte das dann in meinen 5 Minuten am Abend wieder irgendwie ausbügeln, das klappt natürlich nicht. Bin ich so jemand, der, wenn er telefoniert oder jetzt eben auch derzeit viel Video, viel Zoom, viel Konferenzen, wo ich zwischendurch sage, ich richte mich nach hinten auf, ich habe vielleicht auch im Sitzen ein Band, ein Flexibar oder ich gehe in eine Mobilisation, ich lasse meine Lendenwirbelsäule fixiert, aber ich
drehe mich zur Seite. Dabei kann ich sehr wohl trotzdem meiner Arbeit sogar nachgehen, aber verkürze mich nicht mit der Zeit immer mehr, bis ich aus diesem rundrückigen Dasein nicht mehr rauskomme. Und da ist eben das Nächste, gerade eben, wenn wir besser, gut, optimal älter werden wollen, da sind vor allen Dingen wir Damen immer so im Bereich Pflege, 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 was auch wichtig ist, und vergessen, dass meiner Meinung und auch die von anderen Menschen eine gerade und gute Haltung jünger aussehen lässt, unvergleichlich, dass uns vielleicht ein paar Krähenfüßchen nachgelassen werden, aber dass dieses Bucklige uns tatsächlich Assoziationen bringt zu älter werden, zu gram sein, zu ein bisschen traurig sein. Deswegen ist für mich Haltung elementar und Übungen im Sitzen ganz wichtig. Ganz, ganz schön, Barbara. Ich würde gerne mal auch noch mal ein bisschen verknüpfen. Am Montag hatten wir das Thema rückengerechte Alltagsprodukte. Deine Meinung dazu, ist es für dich auch schon wichtig, mal darauf zu achten, wenn du in dein Auto steigst, dass das schon ein bisschen komfortabler, ergonomischer Autositz ist, wenn du auf einem Bürostuhl sitzt, wenn du dich in dein Bett legst, achtest du schon darauf, mal ein bisschen vernünftiges Kopfkissen, Lattenrost, Schulterabsenkung, welches Thema spielt für dich so, ich sag mal, die Verhältnisprävention? Bei Verhältnis passt sehr gut, denn Verhältnis ist natürlich wichtig. Also zum einen finde ich es großartig, wie jetzt beispielsweise auch AGR danach schaut und sondiert, was ist rückengerecht. Es ist elementar, denn nicht umsonst haben so viele Menschen leider Rückenschmerzen und ich komme eben gegebenenfalls da raus. Jetzt ist es nur so, alles ist ja manchmal auch eine Budgetfrage. Alles, was mich natürlich am Tag länger als ein paar Minuten tangiert, sollte es mir wert sein. Also wenn ich jetzt nur mein Kind in den Kindergarten bringe und in meinem Auto, sage ich es jetzt mal wieder süddeutsch, nur ein paar Minuten sitze, dann ist der ergonomische Sitz vielleicht nicht ganz so relevant. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, dass ein Kissen, dass ein Stuhl, dass wenn ich im Büro arbeite, ein Mauspad, dass wenn ich eben viel draußen arbeite, egal was rückengerecht zertifiziert ist, ist höchst elementar und wichtig. Und ich erinnere mich eben noch ganz genau, als ich vor eurem Gremium stand und der Flexibar das erste Trainingsgerät war und ihr gesagt habt, normalerweise werden Matratzen und Sitze und alles wird zertifiziert, wieso denn ein Trainingsgerät? Auch trainieren ist tatsächlich wichtig. Ist es gut für den Rücken oder ist es einfach nur gut für meine Ausdauer oder? Deswegen, ich sollte mich mit mir und meinem Rücken und die Wirbelsäule ist nun mal das Zentrum unseres Körpers, ganz wichtig befassen und drum vielleicht mal den einen oder anderen Pullover oder High Heel eben nicht nehmen und schauen, dass es mir und meinem Rücken gut geht. Sehr schön, Barbara. Die Zeit ist leider schon etwas fortgeschritten. Ich könnte dir lange zuhören. Du hast viel Erfahrung. Du bringst es sehr pointiert auf den Punkt. Und in dir, da ist die Bewegungsfreude, die Überzeugung, das Herzblut. Das spüren wir bei dir. Welche Botschaft hast du uns? Was ist wichtig aufgrund deiner vielfältigen, langjährigen Erfahrung? Was möchtest du gerne mitteilen noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Also es sind tatsächlich zwei Dinge, wenn ich am Ende noch was sagen darf. Also zum einen ganz wichtig, es ist nie zu spät anzufangen. Viel zu häufig haben sich Menschen so ein bisschen aufgegeben und denken sich mit 70 oder über 70 Jahren, ach, das ist jetzt halt so. Und heutzutage können wir ja schönerweise doch so viel älter werden. Und diese letzten 20, 30 Jahre, die haben wir einfach selber in der Hand. Und sehr häufig, wenn Menschen so ein bisschen verzweifeln beim Bewegen, würde ich gerne sagen, das Verhältnis, und auch das ist wissenschaftlich bewiesen, 70% ist es die richtige Ernährung und die richtigen Helferlein vielleicht dabei.
30% ist es die Bewegung. Jetzt könnten ganz viele Menschen sagen, ach, dann ist es doch gar nicht so wichtig, ob ich mich bewege. Dann gucke ich ja, darum habe ich auch meine Nahrungsergänzung. Aber sie ist nur ein Helferlein. Die Basis, obwohl es nur 30% sind, ist die Bewegung. Und die ist auch durch nichts zu ersetzen. Ich kann super gerne versuchen, mich gesund zu ernähren. Ich kann gerne Helferlein zu Rate ziehen. Werde ich mich parallel nicht schön, vernünftig, ausgewogen und mit Freude, das ist das Wichtigste, mit Freude bewegen, werde ich immer wieder gegen die Wand fahren. Und deswegen ist es als letzter Rat, wenn jemand sagt, dieses Joggen oder diese Liegestützen, das ist einfach nichts für mich, dann gibt es dazwischen noch so viel andere Möglichkeiten. Und deswegen mein Rat, täglich suchen, täglich Freude am Bewegen finden, sich sozial auch austauschen, glücklich sein, auch in den jetzt herausfordernden Zeiten, soziale Kontakte nicht abbrechen lassen und sich auch an kleinen Dingen erfreuen. Barbara, vielen Dank für dein Schlusswort. Extrem gut. Du bist für mich die Botschafterin für körperliche Aktivität und den ganzheitlichen Ansatz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bleib gesund und habe bitte viel Erfolg, dass diese Informationen an ganz viele Menschen kommen und dass Deutschland sich bewegt. Alles Gute. Tschüss, bis später, liebe Barbara. Vielen Dank, Ulrich. Danke an alle, die zugehört haben und geschaut. Danke. Ja, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, das war der vierte Abend der digitalen Woche zum Tag der Rückengesundheit. Und ich möchte einen kleinen Blick auf den morgigen Tag werfen. Morgen geht es nochmal um die innere Stärke, um die innere Muskulatur, körperlich Pilates mit der Anke Haberland. Einfache Pilates-Basisübungen, die Sie wieder auch direkt mitmachen können. Und danach, da bin ich auch richtig froh, dann schließen wir den Kreis, dann kommen wir nochmal ganz, ganz, ganz deutlich zur psychischen Balance, zur inneren mentalen Stärke. Und Jana Rothe wird uns Basisübungen zum Yoga vorstellen. Und dann haben wir den Kreis in dieser Woche doch relativ gut geschlossen, von der Verhältnisprävention über das Bindegewebe, über das Tiefenmuskeltraining, das heutige allgemeine Training und morgen nochmal und der Blumenstrauß der Rückenschule 2.0 entfacht sich so langsam. Es wird langsam draußen wärmer und die Blüten werden deutlicher. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Lassen Sie die Worte noch ein bisschen nachhallen. Und genießen Sie einfach den Abend und schalten Sie sich morgen wieder ein. Es bleibt interessant. Tschüss, bis morgen.